Peter, erstmal herzlichen Glückwunsch, bockstarkes Rennen. Was alle aber interessiert, Peter, ist, was war da im Vorlauf los? Wir Fans haben uns alle ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, also im Vorlauf waren wir eigentlich schon recht gut drauf. Aber wir haben da oben die Italiener vielleicht nicht wirklich auf der Rechnung gehabt. Deswegen sind die hinten raus wirklich verdient vorbeigefahren. Haben dort wirklich alles gegeben. Und dann haben wir uns nach dem Vorlauf halt gesagt, gut, das haken wir ab. Im Zwischenlauf sind wir dann ein bisschen auf Bahn gefahren. Heute sollte eigentlich mehr der Wind von links vorne kommen. Da dachten wir uns, fahren wir auf Bahn 2. Das hat auch geklappt. Nur der Wind hat heute nicht mitgespielt. Am Ende hat es trotzdem gereicht. Deswegen denke ich, ist es nicht schlimm, über den Zwischenlauf gefahren zu sein. Und wir freuen uns jetzt einfach, dass es alles zusammen ein richtig guter Wettkampf war. Ja, schön. Und ehrlich gesagt, als ihr losgefahren seid und teilweise über eine Länge Rückstand hattet, dachte ich schon, ob das reicht. Woher nehmt ihr die Kraft und siehst du das Feld oder seid ihr da wirklich in einem Tunnel drin? Ja, gut, klar, wir waren im Tunnel. Ich habe im Augenwinkel das weiße Boot der Russen gesehen, das sieht man sehr gut. Ich habe gesehen, dass die vor uns waren. Wusste aber, dass wir einen sehr starken Endspurt fahren können. Hatten dann über Selbstvertrauen. Haben dann losgelegt die letzten Meter. Und haben dann gemerkt, dass wir vorbeigefahren sind. Und haben einfach nicht nachgelassen, haben wir weiter draufgehauen. Und am Ende haben wir es zu unserer Gunsten entschieden. Ja, nochmal Glückwunsch und feiert ausgiebig. Dankeschön.